Da sind wir wieder auf dem Morgenrot-Express, Abendrot-Express. Tja, rein da. Nicht bewegen! Wenn du dich bewegst, gibt's Haue. Du hast dich bewegt! Was hatte ich denn für eine Wahl? Und das wieder mit so einem Sombrero-Typen. Dann nehmen wir jetzt doch mal eine Dingse hier. Machen wir sie alle mit einmal platt. Und ich würde sagen, wir nehmen Katharinchen. Und hauen ihn einfach eins auf die Nuss. Damit sollte das ja erledigt sein. Also ich frage mich, wie Katharinchen hier in diesen Zug reinpasst. Aber na gut. Hol's dir! Molto bene! Mamma mia! Judy! Und nu? Ja! Das gibt ordentlich Kies. Es ist schwierig, stockstill dazustehen. Was, wenn plötzlich deine Nase juckt? Wir sind die Roten Rettertots Nummer 36 bis 39. Jetzt ab zum Hauptquartier in Port Prisma. Ja, oh, und da sehe ich auch einen Schlüssel. Tschüss. Die sind cool. Jo. Und ein Schlüssel. Kofferschlüssel. Ah. Das hier erklärt natürlich auch, warum die Tür zu war. Ganz schnell zum Koffer. Dun, 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 dun. So, jetzt aber. Bin ja gespannt, was da drin ist. Ui, endlich frei. Puh, 30 Toads in einem Koffer. Das war ganz schön eng. Auch wenn wir alle ganz sauber gefaltet waren. Wir sind die Roten Rettertoads Nummer 3 bis 32. Jetzt ab zum Hauptquartier. Alter. Ganz schön krass. Kann man wirklich reisen, ne? Würde ich sagen. So. Hier oben war noch so ein Sombrero-Guy. Hier will ich mal zeigen, was ein... Dum, dum, dum. Gut. Mach mal. Deine Gitarren-Vibes spenden Energie. Mal gucken, was denn meine Vibes für Energie spenden, mein Freund. Dann hole ich mir gleich was Richtiges. Ja. Ich weiß ja nicht, wie dir Pfeffer und Salz schmeckt, mein Freund. Ich weiß gar nicht, ob dir das was bringt. Wir probieren es einfach. Du nervst nämlich. Tschau. Da bist du platt, wa? Salz und Pfeffer im Auge. Das ist richtig. Puh. Das hat wohl nicht geklappt, mein Freund. Ja, jetzt muss ich leider auf das relativ oft aufs Kartenrad zurückgreifen, weil ich einfach nicht mehr so viele sinnvolle Karten für solche Gegner habe. So, es geht aber alles ziemlich schnell, ne? Zip. Bam! Damit ist er Fujikato, mein Freund. So, was hast du für ein Problem? Ah, der war ganz schön schwer. Quadratjetpack Nummer 40, bereit zum Einsatz. Wahnsinn. Oh, mal safen. Das ist eine gute Idee. So, da unten wollen wir wieder... Nee, ich will noch nicht hier oben lang.
Erstmal da unten aufräumen. Jupsa. So, was hängt denn hier für eine Kette? Kann man runterfallen oder was? Achso, das sind nur Fahrgäste, alles klar. Lokomotiven stoßen so viel Rauch aus. Da kann man ja kaum noch etwas sehen und gut für die Umwelt ist es auch nicht. Wenn nämlich Gumba zu eurem Anführer wählt, werde ich sehr viel mehr als unser jetziger Anführer in erneuerbare Energie investieren. Okay. Ha? Hier scheint jeder so seine Sorgen zu haben. Mario, hören wir ihm doch einfach zu. Das Leben ist hart, aber gib niemals auf, in Ordnung? Das war's. Ah, und jetzt auch zum Hauptquartier. Oh. Da du schon den ganzen langen Weg hergekommen bist, willst du dich nicht ein wenig ausruhen? Ja. Mario, hör mir bitte einen Moment zu. Wünschst du dir nicht auch manchmal, dass du einen trübsinnigen Alltag entfliehen kannst? Sieh uns an, zum Beispiel. Aus dem Nichts und ohne Vorankündigung sollen wir einen Zug angreifen. Oder eine Küche. Ergibt das einen Sinn? Mario, jedes Hindernis auf deinem Weg ist das Ergebnis unserer harten Arbeit, für die uns niemand dankt. Ich hoffe, unser Chef weiß, wie viel wir leisten. Vielleicht sollte ich ihm nächstes Mal einen Strohhalm geben und sagen, an die Arbeit. Hier sitze ich also erschöpft von meinem Tagewerk und sehe aus dem Fenster hinter sich der Abendhimmel erstreckt. Ich wünschte, ich könnte von einem weit entfernten Ort fliegen. Doch ich verstehe den Unterschied. Och, komm. Ich werde dich eines Tages angreifen und dann... Oh. Danke, dass du zugehört hast. Ja. Okay, alles klar. So. Vor uns befindet sich die Lokomotive, aber von hier aus kommen wir nicht hinüber. Wir müssen wahrscheinlich über das Dach irgendwie versuchen, irgendwie auf den Tender zu gelangen. Tschüss, mein Rettertod. Hä? Tut mir leid, ich habe mich ja gar nicht vorgestellt. Oh, der Rettertod Nummer 34 bereits zum Einsatz. Jetzt auch zum Hauptquartier. Sehr geil. Voll cool. Gut. Dann... aufs Dach. Nochmal speichern. Und dann ahne ich schon, was kommt. Dum, 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 bam, 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 bam. So, das sieht gut aus. Oh mein Gott. Kohle, Guys. Und verdammt viele. Was haben wir denn im Kartenrad? Was können wir denn da Schönes nehmen? Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall sowas. Das ist sehr schön. Dann nehmen wir sowas hier. Und dann nehmen wir noch ein paar dazu. Und das noch. So. Go! Ich krieg die damit wirklich nicht klein. Doch. Zumindest krieg ich damit ein bisschen die Kohle kaputt. Autsch. Oh. Ui. Das hat aber ganz schön gesessen. Jetzt sind es bloß noch normale. Und die werden wir jetzt einfach mal hier wegbrutzeln. Puh, zum Glück haben wir noch ein paar Lebenspilze. +200. Geil. So, schön wegfeuern. Oh, haben wir aber gut aufgeräumt, oder? Mist, die holen neue Kohle. Verdammt. Verdammt, die holen neue Kohle. Gut. Vielleicht kriegen wir doch die Kohle ein bisschen kaputt. Dass er uns vielleicht nicht ganz so viel Schaden macht. Scheiße. Das war's.
Piep. So, auf ein neues, würde ich sagen. Diese scheiß Kohlegeiß. Was mache ich bloß mit denen? Werde ich Dinge einsetzen? Ah. Erstmal gucken, was das Kartenrad so sagt. Ja. Da können wir auf jeden Fall eine Dingse nehmen. Dudum, 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 dudum. Das macht in dem Falle wirklich am meisten Sinn, würde ich sagen. So. Dann schauen wir mal. Das lassen wir aber nicht so stehen. So, gucken wir mal. Ah, weg ist die Kohle. Wow. Das war gar nicht so schlecht. Nun gut. Du hast lang genug gebraucht. Ich habe mich fast schon wieder von diesem riesigen Steak erholt. Hättest du noch vergiftet. Riesiges Steak? Heißt das etwa, du bist der VIP? Kein Wunder, dass der VIP so den Larry gemacht hat. In Sachen Steak macht dir niemand etwas vor, Mario. Du hättest Koch werden sollen, so hättest du wenigstens ein langes, geschmackvolles Leben gehabt. Aber jetzt muss ich dich erledigen, bevor wir bei Kap Sternzelt ankommen. Bowser erwartet einen großen Farbstern und ich habe keinesfalls vor, ihn zu enttäuschen. Hast du ihn einmal erlebt, wenn er enttäuscht ist? Er ist geradezu herzzerreißend. Doch genug der Vorrede. Bringen wir es hinter uns. Okay, Larry. Aha, ich liebe den Geruch eines kurz bevorstehenden Kampfes. Meine Schergen haben den Zug entführt. Das werden meine Schergen sein, die dafür sorgen, dass der Zug entführt bleibt. Okay. Volle Möhre müssen wir ihm geben. Und das tun wir auch. Wir werden ihn bombardieren bis zum geht nicht mehr. Das nehme ich mir auf jeden Fall vor. Was sind wir denn da? Ja, komm. Gucken wir mal. So, einmal. So, mein Freund. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, oder? Hahaha. Hat ja fast gar nichts gebracht. So. Oh oh. Aha. Warte. Diese Lokomotive ist nicht dazu da, dass du damit ansteigen kannst, was immer du magst. Da bitte mich zum Führerhaus vor, um diesen Schalkei aufzuhalten. Gib mir Deckung. Ist ja mein vorlauter Toad. Warum kann er nicht einfach still sitzen und Angst haben wie alle anderen Toads? Schnappt euch den Toad. Okay. Mal überlegen, was wir jetzt machen. So, alles klar. Morgen machen wir die erstmal so kalt hier. Wir nehmen jetzt Dinge noch nöcher. Nehmen wir jetzt mal das hier. Dann machen wir hier noch so ein bisschen was. So. Für ein paar dumme Scheigeis jetzt, ja? Na egal, das hat gereicht.
So. Tschüss. Also, auf die kann man nun gar nicht zählen, oder? Alles klar. Dankeschön. Für nichts. Amateure. Ich habe keine Angst, Mario. Bitte bleib auch weiterhin vor mir. Okay. Schaden schnappt ihn euch. So, auch hier bauen wir auf Dingse. Mist, ich hätte, glaube ich, den Kochlöffel färben sollen. Tja, vielleicht reicht auch die Glühbirne. Okay, und vielleicht reicht noch der Kochlöffel. Na komm schon. Stup. Ha, das hat nicht gereicht. Verdammt. Ach. Gut, solange wir seine Attacken vernünftig blocken können. Gut. Alles einfärben hier und... Ah, Moment. Das ist, glaube ich, zu viel. Ach, egal. Komm, weg damit. Kann man ja alles nochmal nachkaufen. Ist ja nicht das Ding. So. Ja, es war wirklich zu viel. Gut. Ja. Ist ja nur nichts mehr da. Puh, das hat bestimmt gut gezündet. Alles klar. Selbe Spiel nochmal. Jetzt nehmen wir aber uns erstmal vorsichtshalber. Ein spannender Kampf, liebe Freunde. Spannend ist gar kein Ausdruck. So. Erstmal ein bisschen Leben für mich. Thank you. Jetzt geht's ab in die Waschmaschine. Einmal 90 Grad, bitte. Puh. Und schon wieder eine Dingse verschwendet. Ist das nicht toll? Na gut, Hauptsache sie sind weg. Dann muss ich halt die Dinger nachher nochmal nachkaufen. Hilft ja alles nichts. Hauptsache wir kriegen Larry weg. Wir müssen ihn jetzt dreimal, glaube ich, seine Gegner mit einmal wegbashen. Nur noch ein Schritt, ich bin fast zum Führer aus. Gut. Autsch. Nein, so ja nicht, lieber Larry. Jetzt kommt nochmal eine Horde Schergen. Jetzt nehme ich mal nur eine Dingse. Nimm aber jetzt noch ein bisschen was dazu. Halt, falsch. Ich wollte ja nochmal... Safety first. Ich wollte lieber noch mal ein bisschen Leben nachlegen. Au, oh, blau geht uns langsam aus. So. Tschüssi.
Gar nicht gut. Das hat mich aus dem... Okay. Das hat mich aus dem Kampf geworfen. Das ist schlecht. Das war jetzt keine gute Idee. Scheibe! Okay. Ich muss jetzt mal gucken. Jetzt sind aber die ganzen Sachen weg, ne? Okay. Dann bis gleich. So, da sind wir wieder an derselben Stelle, wo ich diesen blöden, verdammten Kompass eingesetzt hatte. Das war keine so gute Idee. Das merke ich mir auch mit diesem blöden Kompass. Ach, dieser blöde Kompass. Ja. Los geht's. Weiter geht's, meine ich. Ich habe jetzt auch nicht ganz so viele Dinge verschwendet. Man lernt ja, ne? Nehme ich jetzt die Waschmaschine. Vorsichtshalber. Den Hammer hier. Dann kann eigentlich jetzt gar nichts mehr. Wahrscheinlich wieder viel zu viel. Aber wir haben es dann im Endeffekt so schon mal. Jetzt kommt erstmal die Waschmaschine. Einmal 90 Grad bitte. Das hatten wir schon mal. So. Na, seid ihr alle blitzeblank? Na, super. Alles klar. Gut, kein Problem. So, weg ist der Shy Guy. Mario, ich habe es geschafft. Ich habe diesen Shy Guy aus dem Führerhaus vertrieben. Jetzt erkläre ich, wo der Hammer hängt. Der Tod wird mir langsam zu dreist. Wenn die Lokomotiven so sehr gefallen, müsstest du dich in diesem Rauch geradezu verlieben. Ui. So. Qualm. Würde ich sagen, Korken. Und jetzt haue ich alles auf ihn drauf, was ich kann. So. Weiß gar nicht, wie das mit dem Korken jetzt funktioniert. Pui. Ups. Du hast ihn schon nicht einfach verstopft, du elende Nervensäge. Ja, ich glaube, jetzt sieht er ganz, ganz blöd aus. Komm schon. Bam. Tolle Batterie, würde ich sagen. Und jetzt noch der Pümpel. So. Und nun? Noch bin ich nicht besiegt. Ey, 36 Schaden. Ich muss unbedingt was tun. Und ich würde sagen, wir geben ihm auch jetzt wieder eine volle Ladung. Dingse. Aber erstmal unser Leben erfüllen. Sicher, sicher. Ich glaube, wir haben schon wieder fast zu viele Dinge, aber ist egal. So. Und nun? Und nun, was willst du jetzt, mein lieber Larry? Mach nicht so einen Larry hier. Du.
Na, viel hat es aber nicht gebracht, die olle Kopie. Oh, das ist ja fies. So. Ach, da lache ich doch drüber. Es wird doch nicht mehr allzu lange dauern. Dann bist du... History. Oder? Oder? Damit wäre das, glaube ich, auch erledigt. Jawohl. Wir haben Larry geschafft. Was? Nein, das kann nicht sein. Ich habe verloren. Ich kann seiner Kleinfarbigkeit Bowser nie unter die Augen treten. Ich sollte mich irgendwo verstecken. Und zwar in einem Ort mit einem Koch, der weiß, wie man ein Steak andreht. Na dann. Tschüss. Der Zug kommt gleich in Kapsternzeit an und unsere Endstation. Bitte achten Sie darauf, Ihr Gepäck mitzunehmen. Da freut er sich. Wow, das war ein Abenteuer, oder? Wahnsinn! Wir sind am Kap Sternzeit angekommen. Du musst nach dieser langen Reise sehr erschöpft sein. Oh ja. Puh, geschafft. Es ging zwar nicht ohne Schwierigkeiten, aber ich hatte auch viel Spaß. Und hier müsste es irgendwo einen großen Farbstern geben. Mal sehen, ob wir ihn finden können. Aber jetzt mal will ich gucken. Gibt es hier wieder weiße Flecken? Dum, 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 dum. Dieser Zug ist großartig. Dank des technischen Geschicks der Turz vom Totepo fährt er, als wäre er brandneu. Er ist so schnell, dass man gar nicht denken würde, dass dies seine letzte Fahrt ist. Ich würde niemals einen Zug von der Strecke nehmen, der noch so gut fährt. Das ist doch Verschwendung. Da hast du völlig recht. In einer großartigen Lokomotive wie dieser steckt noch so einiges. Lassen wir sie auch weiterhin fahren. Der Abendrot Express verdient nichts Geringeres. Hey, da freut sie sich. Guck mal, da ist der Thromp. Toll, sieh nur, Mario. Das ganze Himmel, der ganze Himmel voller Sterne. Ist das nicht großartig? Ja. Kein Wunder, dass man es Kap-Sternzelt nennt. Oh, eine Sternschnuppe. Hast du dir etwas gewünscht, Mario? Du möchtest Sicherheitsprozess in Peach in Sicherheit ist, oder? Oh ja. Mein Wunsch war natürlich, dass es uns gelingt, alle 6 großen Farbsterne zurückzubringen. Ho, ho, ho. Heiser, der große Farbstern. Mein Wunsch ergeht in Erfüllung. Ich bin mir ganz sicher, dass es die Sternschnuppe mein Wunsch gehört hat. Das bedeutet auch, dass dein Wunsch in Erfüllung gehen wird, Mario. Schnappen wir uns also den großen Farbstern und reisen wir weiter. Wow. Großen Farbstern erhalten. Spitzmäßig. Oh, da deckt sich ja bestimmt wieder das ein oder andere auf. Schau mal einer an. Oh oh. Wie krass.
Cool. Damit haben wir schon 5. Hurra, der große orange Farbstern ist wieder zurück. Ich bin der große orange Farbstern. Ich erinnere mich daran, was geschehen ist, kurz bevor Bowsers Armee Port Prisma angegriffen hat. Lasst mich euch zeigen, was mit Bowser geschehen ist, doch ich warne euch, es ist nichts für schwache Gemüter. Oh oh. Schlecht. Das gibt's doch nicht. Bowser ist nun schwarz geworden, weil er direkt hier im Prismabrunnen mit schwarzer Farbe in Kontakt gekommen ist? Aber wie ist die schwarze Farbe überhaupt erst in den Brunnen gekommen? Was auch immer der Grund dafür sein mag, der Prismabrunnen ist der Ursprung der schwarzen Farbe. Wir müssen den letzten großen Farbstein finden, so schnell wie möglich. Es fehlt nur noch ein großer Farbstern, also feiern wir die Rückkehr des großen orangen Farbsterns. Los geht's! Ein Upgrade bitte. Schön. Super! Damit haben wir Grandioses geleistet und können auch direkt im nächsten Part durchstarten. Bis zum nächsten Mal. Ciao!